sozusagen, dem Gartenkanal. Ja, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören. Ich habe euch heute extra mal ein bisschen mit ans Wasser genommen. Ist zwar jetzt nicht so das tollste Wetter, aber ja, dennoch habe ich gedacht, ist es vielleicht schöner, wenn ich Videos mache, die nicht immer nur an meinem Schreibtisch sind. Also, heute möchte ich mal etwas erzählen über ätherische Öle. Ich finde, wenn man ja seine Kosmetikprodukte selber macht, dann ist das vielleicht ein ganz wichtiges Thema. Und ja, so habe ich mir gedacht, wird es heute mal um ätherische Öle gehen. Ihr könnt mich so ein bisschen begleiten, wie ich hier am Wasser rumlaufe. Und vielleicht ist das für euch mal ein bisschen was Schöneres fürs Auge zum Sehen, als wie immer nur eine Wand hinter mir. Ja, und damit soll es jetzt losgehen. Und zwar wollte ich euch zuallererst anhand eines Beispiels erstmal verdeutlichen, kann man sagen, wie viele Pflanzenteile man eigentlich braucht, also von der Menge her, um zum Beispiel ein Kilo, ich nehme jetzt mal Rosenöl, Rosenöl ist ja ein sehr wertvolles Öl, ja, wie viel Kilo man eigentlich braucht, um ein Kilo Rosenöl herzustellen. Stellt euch jetzt einfach mal, ja, als Maß so eine Verpackung, so ein Kilo Mehl vor. Ne? Um so viel Rosenöl herzustellen, braucht man, jetzt kommt's, 3.500 bis 5.000 Kilogramm. Ja, also nicht 5 Kilo, nicht 500 Kilo, 5.000 Kilo Rosenblätter. Nur die Blätter. Ja, also das sieht man doch, wie viele ja, Pflanzenteile man braucht. Und es ist ja auch aufwendig. Ne? Das ist ja nicht mal eben so schnell gemacht. Und ja, also anhand diesem Beispiel wollte ich euch einfach nur mal sagen, dass so ein Öl dann vielleicht auch mal 10, 12 Euro kostet. Und ich werde euch jetzt dann gleich so ein paar Stichpunkte sagen, auf was ihr achten solltet, wenn ihr euch so ein Fläschchen Rosenöl oder was weiß ich, egal was für ein Öl, ein ätherisches Öl kaufen wollt und vielleicht eure selbstgemachten Körperpflegeprodukte, ja, damit etwas zu bereichern, ja, oder den Körperpflegeprodukten einen Duft zu verleihen. Ja, also das ist, ich finde, da sollte man echt mal, das hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht. Ja, also ich werde mich jetzt gleich mal hier irgendwo hinsetzen und dann werde ich euch mal so ein paar Stichpunkte nennen, auf was ihr achten solltet. Und ich werde auch entweder zum Ende des Videos oder unten in die Infobox werde ich dann mal so ein, zwei Firmen reinschreiben, die ich empfehlen kann, wo ich gute Erfahrungen mitgemacht habe, wo ihr ja, euer Öl kaufen könnt. So, ich habe mich jetzt mal hier auf einen Stein gesetzt, ja, weil das ist wirklich, ich muss uns alles nach unten gucken und hin und wieder wollte ich auch mal euch anschauen. Ich hoffe, ihr seht so im Hintergrund das Meer halbwegs gut. Und ich hoffe, ihr versteht mich auch. So, wenn wir mal ausprobieren, ne? Ansonsten könnt ihr das ja hinterher unter das Video drunter schreiben, ob ihr das jetzt doof findet oder... Ja, ich wollte eigentlich mal keine Kosten und Mühen scheuen. Ich bin jetzt extra mal ans Wasser gefahren. Wie gesagt, schreibt das mal unten in die Kommentare rein, ob das so okay ist oder ob es vielleicht zu laut ist. Einfach mal reinschreiben. Ich habe mir auch so eine kleine Tabelle gemacht, damit ich nichts vergesse zu sagen. Ich wollte nämlich jetzt mal... so ein bisschen auf diese Stichpunkte eingehen, was auf so einem Fläschchen, ja, was halt auf so einem Fläschchen draufstehen sollte, damit ihr wirklich ein reines Naturprodukt kauft und ja, nicht irgendwas gepanschtes oder so für einen Euro oder zwei Euro in irgendeinem, was weiß ich, Billigmarkt oder so. Also kauft bitte so einen Dreck nicht. Ne? Und ja, ich möchte so ein bisschen drauf eingehen. Zunächst einmal sollte natürlich auf dem Fläschchen der deutsche Name draufstehen. Ne? Was ist das für ein Öl? Das sollte draufstehen nach Möglichkeit das Ursprungsland
und ja, nach Möglichkeit die lateinische Bezeichnung auch von der Pflanze. Das wäre ja, ganz von Vorteil. So, ich habe mich doch mal umgesetzt. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich dann meine Augen nicht mehr so zukneifen muss, aber hier ist es dennoch genauso. Ja, ich habe dem Ton auch nicht ganz getraut. Ich hoffe, es ist jetzt hier ein bisschen besser zu hören. Ja, also ich war stehen geblieben. Das Ursprungsland der Pflanze sollte drauf zu sehen sein, auf diesem Fläschchen. Des Weiteren sollte natürlich ein Mindesthaltbarkeitsdatum auf diesem Fläschchen stehen. Was ich auch sagen muss, es ist ja so, dass ätherische Öle in Verbindung mit Sauerstoff können die oxidieren. Ja, und dann können sie auch die Haut reizen. Wenn ihr mal ein Öl habt, was abgelaufen ist, also wie gesagt, Mindesthaltbarkeitsdatum sollte draufstehen. Ja. Wenn ihr mal eins habt, was abgelaufen ist, dann könnt ihr das sehr gut in der Apotheke abgeben. Ja? Also die entsorgen das auch fachgerecht. Das ist vielleicht einmal so ein Tipp. Also nicht einfach in den Hausmüll schmeißen oder was, bringt es in die Apotheke und die entsorgen das fachgerecht. So, jetzt mal so ein bisschen auf meine Liste drauf, dass ich auch wirklich nichts vergesse. Also es sollte natürlich auch noch draufstehen, ja, der verwendete Pflanzenteil. Das heißt also, was ist verwendet worden? Die Samen, das Kraut, die Wurzeln, ne, das sollte draufstehen. Dann sollte auch draufstehen das Gewinnungsverfahren. Ne, ist es extrahiert worden oder durch Wasserdampfdestillation gewonnen worden? Das sollte also draufstehen auf dem Fläschchen. Achso, auch noch ganz wichtig, das hätte ich nämlich jetzt fast vergessen. Dank meiner Liste vergesse ich es nicht. Ja, wenn Zusatzstoffe zugefügt sind, das sollte natürlich auch draufstehen. Es gibt so manche Öle oder sagen wir mal Pflanzen, bei der Tonkabohne ist das zum Beispiel so, das ist ziemlich dickflüssig und dann wird oftmals Weingeist zugesetzt. Ja, also das ist sowas, das müsste dann auch gekennzeichnet sein, es müsste draufstehen. Finde ich auch sehr wichtig. Ja, die genaue Füllmenge, das ist klar, das, ne, sollte draufstehen. Und ja, Sicherheitshinweise sollten draufstehen, das ist gesetzlich auch vorgeschrieben. Ne? Und ich muss nochmal auf meine Liste gucken. Das Mindesthaltbarkeitsdatum habe ich ja schon gesagt. Ja, also die genaue Füllmenge sollte natürlich noch draufstehen. Und ach so, ganz, ganz wichtig. Es sollte draufstehen die Anbauweise. Ja, also ich möchte euch dazu jetzt mal so ein paar Abkürzungen sagen. Und zwar, es gibt eine Abkürzung, die heißt KBA. Das heißt kontrolliert biologischer Anbau. KBA, kontrolliert biologischer Anbau. Ja, dann gibt es natürlich noch Demeter. Ja, das ist ja Demeter zertifiziertes Naturprodukt. Dann gibt es eine Abkürzung, die lautet WS, also Wilhelm Siegfried, ne? WS, das ist die Abkürzung für Wildsammlung. Finde ich auch mal ganz wichtig zu wissen. Oftmals weiß man das ja nicht, was diese Abkürzungen da so bedeuten. Ne? So, und dann gibt es noch die Abkürzung KONV, das ist einfach für die konventionelle Produktion, somit weiß man, ne? Pflanzen sind vielleicht behandelt worden, ist vielleicht nicht ganz so dolle. Und dann gibt es noch die Abkürzung RÜK, ne? Also RÜCK. Und zwar bedeutet das rückstandskontrolliert. Ja, also ich würde wirklich gehen auf KBA, kontrolliert biologischer Anbau, oder Demeter-Qualität. Ja, also das sollte auch noch draufstehen. So, jetzt gucke ich noch mal kurz, ob ich auch nichts vergessen habe. Pflanzenteil habe ich ja gesagt. Ja. Haben wir eigentlich. Ja. Habe ich eigentlich alles gesagt. Ja, mir hatte jetzt mal einer geschrieben, ich sollte mir doch vielleicht eine Liste machen, dass ich nicht allzu oft irm sage. Ich hoffe, es hat sich jetzt hier in Grenzen gehalten. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen ja, hier rumlaufen oder mich umsetzen, damit ihr noch mal ein bisschen was zu sehen bekommt. Ja, und dann werde ich noch mal so ein, zwei Wörter zu ätherischen Ölen sagen. Und vielleicht werde ich dann
Abspann noch mal so ein paar kleine Videos einfügen, hier vom Meer. Und dass ihr auch noch mal was Schönes zu sehen habt, zu sehen bekommt. Ja, so werde ich das machen. So, ich habe mich jetzt fürs Laufen entschieden. Muss ab und zu mal ein bisschen nach unten gucken, wie gesagt. Ne? Ja, ich wollte noch so ein paar abschließende Sachen noch sagen. Also mit der Dosierung zum Beispiel. Ne? Also es gilt eigentlich so eine Faustregel, dass man so, ich sag mal, wenn man sich jetzt zum Beispiel selbst ein Öl machen möchte, vielleicht als Körperlotion, ja, als Bodylotion, ein Öl und möchte vielleicht einen Duft dazu geben, ne, dann gilt eigentlich so, pro 100 Milliliter Öl sollte man höchstens 10 bis 20 Tropfen ätherisches Öl dazu geben. Wobei ich finde, dass 20 Tropfen schon eine sehr große Menge sind. Also ich würde sagen, wenn ihr mit ätherischem Öl anfangt, euch Körperpflegeprodukte herzustellen, dann ist es so, weniger ist erstmal mehr. Ne? Und was ich euch auch noch so als Tipp geben möchte, das ist ganz einfach, wenn ihr so ein Öl habt, nehmt erstmal einen Tropfen und probiert es an einer kleinen Hautstelle, ob ihr das Öl überhaupt vertragt. Ne? Ich meine, auch wenn es ein reines Naturprodukt ist, es gibt immer Leute, die ja vielleicht auch Allergien haben, was sie vielleicht auch noch gar nicht wussten oder so. Ne? Probiert es wirklich an einer kleinen Hautstelle aus. Ja, vertragt ihr das? Lasst es so 10 Minuten mal drauf. Und wenn die Haut dann irgendwie juckt, rot ist, brennt, ne, dann vertragt ihr das Öl nicht. So. Dann könnt ihr euch alternativ vielleicht ein anderes Öl nehmen. Ne? Also der Geschmack, das ist ja ganz verschieden. Das könnt ihr ja selber aussuchen. Möchtet ihr vielleicht ein Eukalyptusöl? Ja? Ich werde da demnächst auch noch ein Video drüber machen. Im Sommer, was man zum Beispiel machen kann, um sich Mücken fernzuhalten, ohne dass man hier so Mückenzeug kaufen muss, ja, was es in Supermärkten gibt oder in Drogerien. Man spart eine Menge Geld dadurch und es hilft genauso gut, wenn nicht sogar besser und es ist günstiger. Ne? Also deswegen habe ich jetzt dieses Video gemacht. Das soll jetzt erstmal wirklich darum gehen, ja, ne, oder wie wird so ein Öl hergestellt, wie viel braucht man dazu, das habe ich euch ja alles gesagt. Dass ihr auch mal so ein bisschen seht, das ist ganz schön aufwendig, so ein Öl herzustellen. Ne? Also wie gesagt, probiert so ein Öl, wenn ihr das bekommen habt, erstmal auf einer Hautstelle aus, guckt, ob ihr das vertragt, 10 Minuten drauf lassen und wenn dann irgendwas ist, dann vertragt ihr das nicht. Ne? Das ist halt sehr wichtig. Ja, dann gut, dann würde ich jetzt sagen, komme ich langsam zum Ende. Ich will das Video auch nicht noch unnötig lang machen. Dann werde ich jetzt noch ein paar Aufnahmen machen. Vielleicht hier vom Meer, wenn ihr es euch angucken wollt, könnt ihr gerne machen. Bin ja extra für euch hierher gefahren. Und ja, ich hoffe, ihr könnt mit dem Video was anfangen. Ne? Also ihr wisst zumindest jetzt, auf was ihr achten solltet, wenn ihr euch ein Öl bestellt oder kauft. Ne? Und ihr könnt vielleicht auch, wenn ihr das Öl online bestellt und ihr seid euch nicht ganz sicher, ihr könnt natürlich auch immer beim Hersteller nachfragen. Ne, schreibt den Hersteller an, wenn ihr Fragen habt, kann man ja machen. Ne? Warum nicht? Gut, dann denke ich mal, soll es das heute gewesen sein. Ihr wisst über alles Bescheid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und schreibt bitte unbedingt mal in die Kommentare rein, ob ich das wieder machen soll. Oder ob das hier zu laut ist. Vielleicht, dass ich bei ruhigerer See vielleicht eher hierher fahre. Schreibt es einfach mal rein. Ja, wenn ihr mich abonnieren würdet oder weiterempfehlen würdet, würde ich mich auch sehr freuen. Und einen Daumen hoch freue ich mich auch drüber. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!